Moment, sah sie da jetzt auch so aus in der Cutscene? Nein. Das ist ja ein Ding jetzt. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, dass Sie hier einfach reinmarschieren, während ich einen Verdächtigen verhöre? Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie diesen armen Mann zu Scotland Yard gebracht haben. Bitte? Danke. Danke. Sie können doch nicht einfach Leute beschuldigen, ohne zuvor vernünftig ermittelt zu haben. Mir scheint, als hätten Sie nur Indizien, aber keine handfesten Beweise dafür, dass er am Tatort war. So, so. Und wer sind Sie, voll witzige Person, wenn ich fragen darf? Oh, Verzeihung. Mein Name ist Catriel. Catriel Layton. Und wenn Sie die Kaiserin von China wären? China hat doch eigentlich... Kein Kaiser. Ja. China hat jetzt einen Diktator auf Lebenszeit. Nein, also... Beziehungsweise der chinesische Machthaber ist jetzt offiziell... Ja. Also... Es gibt keine, glaube ich, keine begrenzte Präsidentschaft mehr oder sowas. Xi Ping, oder wie hieß der? Weiß ich nicht mehr. Genau. Ping Zhao? Xi Ping Zhao oder irgendwie. Irgendwas mit Xi. Oder wie es ausgesprochen wird, Xi, glaube ich, bestimmt. Weiß ich nicht. Ich kann mich da auch nicht aus. Also ich weiß, es gibt eine chinesische Handyfirma, die heißt Xiaomi. Also wird der wohl Qi, also das wird nämlich auch XI geschrieben, wie auch immer. Und wenn Sie die Kaiserin von China, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, wären, außer wir sind hier in einem Paralleluniversum, in dem es sie gibt, Sie können hier nicht einfach reinmarschieren und sich in Polizeiangelegenheiten einmischen. Wenn Sie eine Beschwerde über unsere Vorgehensweise einreichen wollen, müssen Sie den langen Dienstweg gehen und dieses Rätsel lösen. Alles klar. Ja, das war ja... Mann... Die Raser. 5 Autos fahren hintereinander die Straße entlang und alle rasen schneller als erlaubt. Oh weia, am nächsten Tag betreten die 5 Fahrer die Polizeiwache, aber nur 4 von ihnen werden wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. Welches Auto gehört dem Fahrer, der nicht angezeigt wurde? Welcher wurde nicht fürs Rasen bestraft? Das ist jetzt, also eigentlich, es gibt eine für mich... Es gibt für mich auch eine relativ plausible Lösung. Aber ich finde das nicht logisch. Ich hab eine Lösung. Oh. Und zwar, willst du die wirklich sagen? Ja, nein, ich habe eine Lösung, die ist definitiv Quatsch, okay. Aber... Und zwar, einer von denen hat einen Unfall ausgelöst, 4 haben überlebt und einer ist tot. Und da die Polizei ja dann am Tatort war, ja, und die 4 Überlebenden... Nein, das ist... Aber ganz ehrlich, welcher Fahrer wurde nicht fürs Rasen bestraft? Ich hatte ja schon überlegt, ob ich hier irgendwo ein Polizeiauto finde. Hab ich auch gedacht. Aber, Weil das wäre sogar sehr gesellschaftskritisch, aber... Alle fahren mit überhöhter Geschwindigkeit. Einer wurde nicht fürs Rasen bestraft. Ich frag mich... Vor allem nur einer von denen hat was auf dem Dach. Das ist bestimmt eine falsche Fährte. Oh, kann ich umschalten? Ah ja, stimmt. Auch wenn es nicht viel bringt. Nö, also im Grunde, wir haben ja alle gleiche Rätsel, ja. Aber man kann höchstens sehen, wer zuerst... Wollen wir einen Hinweis oder... Also ich hätte eine Idee, aber es gibt keinen... Wir können natürlich auch, also... Also es gibt keinen... Es gibt jetzt ersichtlich erstmal nichts für mich. Meinst du, es ist auch die Reihenfolge, wie sie gefahren sind, so wie sie jetzt da stehen? Ich vermute es. Es muss ja irgendwas damit zu tun haben, weil also das Einzige, was mir nur einfallen würde, wäre, dass einer von denen halt irgendeiner ist, der absichtlich schnell fahren oder der ungestraft schnell fahren darf. Wie zum Beispiel bei uns hier in Deutschland. Krankenwagen und Feuerwehr. Ja, auf eigene Gefahr. Ja. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Nee, ich hatte tatsächlich gedacht... Oh, die Nummernschilder, nee, die sind alle leider gleich. Ja, ja.
Ich hatte tatsächlich gedacht, dass vielleicht irgendwie einer, keine Ahnung. Warte. Nicht, dass ich jetzt die richtige Lösung habe und das doch irgendwie ersichtlich ist. Nee, also ich sehe jetzt nämlich nichts dafür, dass es wirklich so ist. Mhm. Dass vielleicht einer abgeschleppt werden musste. Also so einer, den halt hinten rangehangen hat. Aber das sieht man und ja dann, nicht. Ja, eben. Aber dann hätte der ja nicht, sind zwar alle dann halt zu schnell gefahren, aber der eine konnte ja nichts dafür, weil das Auto ja nur mitgenommen wurde. Ja. Weil ich hatte überlegt, wie kann es denn sein, dass du dann halt nicht zu schnell fährst, aber dann trotzdem finde. Na, das Ding ist, was mir ja noch einfallen würde, wäre, dass einer von denen die anderen alle angezeigt hat. Ja. Aber das Blöde ist, man kann nicht sagen, ob's, also welcher von denen das war, weil... Wollen wir einen Hinweis nehmen? Ja. Besser ist. Alle fünf Wagen haben die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten, richtig. Was kann es also für einen Grund geben, warum nur einer nicht angezeigt wurde, wenn du den Grund herausfinden kannst? Ja. An welcher Position? Also hat es wirklich auch was mit Reihenfolge zu tun. Also es muss ja einen geben, der die alle angezeigt hat. Das ist eigentlich schon klar, das war, was ich gesagt habe. Na, das kann ja die Polizei gewesen sein. Kann ja Polizei gewesen sein, oder? Ja, eben. Ja. Ja, aber nee, ich meine, also wenn es... Aber was gibt es denn für Gründe, dass einer dann nicht angezeigt wird? Warte mal, was kann es also für einen, warum nur einer nicht angezeigt wurde? Warum wurde einer nicht... Also wenn es ein Blitzer war... Warte mal, was ist denn das eigentlich hier für ein Zeichen? Das heißt ja nichts. Also das ist ja kein Radarfallenzeichen oder also. So. Aber ich denke, wenn... Aber eigentlich, also wenn einer andere überholt hätte, könnte das jeder von denen sein, außer der Erste. Ja. Wenn man mal von dieser Konstellation ausgeht. Oder beziehungsweise es hätte sogar der Erste sein können, wenn das nach dem ganzen Vorgang gezeigt wird. Also ich hätte jetzt so zwei Autos, auf die ich tippen könnte. Hm. Wo ich mir was vorstellen könnte. Also bei mir ist es irgendwie... Also ich habe auf jeden Fall nichts Eindeutiges. Noch ein Tipp? Ja. Gut. Also am Ende kann es passieren, dass wir es beide gleichzeitig ungefähr rauskriegen. Es gibt einen Grund, warum einer der Fahrer nicht angezeigt wurde, obwohl er die Geschwindigkeitsbegrenzung klar überschritt. Was könnte dieser Grund sein? Meine Güte. Also, ich gehe mal kurz auf meine Notizen und kreize das ein, was ich denke. Mit auch einer kleinen Begründung. Eins von den Autos fährt autonom. Eins davon ist ein Google Car. Hm? Warte, ich muss noch fertig schreiben. So dass ich beweisen kann, wenn es das Richtige ist und ich den richtigen Grund hatte, hat es. Ja, wieso? Ich hab ja jetzt okay. Auch eine Vermutung, aber ich hab's nicht dazu geschrieben. Okay, hast du aber eingekreist auch? Was du Nein, denkst? Hab ich noch nicht. Okay. Also ich würde ja ehrlich gesagt, das ist echt schwierig, aber meine aller wahrscheinlichste Vermutung ist halt da. Nicht auf den Bildschirm gucken? Nee, ich gucke auf den Chat. Ne? Also, du hast auch eine Vermutung? Ja. Bist du dir sehr sicher? Nein. Okay, wollen wir dann noch einen Hinweis? Oder wollen wir mal probieren? Warte mal. Also cool wäre es gewesen, wenn nur einer angezeigt worden wäre und man dann rausfindet, dass der alle abgeschleppt hat. Ja. So, noch ein Tipp, ja. Vier der Fahrer wurden von der Polizei geschnappt. Sie wurden aufgrund von zu schnellem Fahren festgenommen. Wer könnte sie wohl festgenommen haben? Das ist ja... Das suggeriert eigentlich, dass eins davon ein Polizeifahrzeug ist, oder? Ja. Wie sehen Polizeifahrzeuge in England aus?
Also ich denke mal blau, oder? Ich denke auch, dass es... Ich hatte dann schon so das, diese... Das, dann ist es vielleicht das... Ich würde sagen, dann wäre es wohl das die Nummer 4. Aber die 4 hat ja Sahne offen, ja. Und deswegen keine Rundumleuchte. Ja. Also keine... Es kann sein, dass es ein Polizeifahrzeug ist, bei dem einfach mal oben die Sirene abgemacht wurde. Ja, hier diese, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das Ding? Aber vielleicht ist auch das letzte, was einfach nur die anderen verfolgt hat. Aber das letzte sieht... Also das wäre ein Polizeiauto in Zivil. Das sieht mir sogar sehr aus wie ein Trabant. Ja. Ich wäre dafür... Weiß ich nicht, also wollen wir... Also meine Vermutung wäre eh 4 gewesen, wegen auch einem anderen Grund. Hast du das auch so eingekreist? Ja. Ja? Ich habe es hier in meinen Notizen eingekreist. Zeigen wir uns gegenseitig okay, jetzt können die... Wir machen. Okay, weil Surfboard... Ich habe gedacht, Fahrer ist nicht erkennbar auf dem Blitzer oder irgendwie so. Sowas, dass da das Fahrzeug ist zwar halt... angezeigt wurde, ja. Aber nicht der Fahrer, so von wegen... Der Fahrer wurde nicht angezeigt, weil der Fahrer... Du weißt schon, erkennbar. Wie Blitzerfotos gemacht werden. Ja, Ich hatte schon mehrere. Ich kann dir sagen, die werden so von schräg vorne gemacht. Das heißt, es müsste was vor der Frontscheibe okay. sein. Okay, ich habe gedacht, vielleicht... Okay. Okay. Also... 4? 4. Das ist ein besonders interessantes... Nein! Och Mann! Nicht gut, Catriel, gar nicht gut. Ja, wer soll die... Also, dann kann's ja nur... 5, oder? Weil 5 muss ja dann einfach die anderen verfolgt haben. Würde ich sagen. Ja, muss ja so sein. Ja, deswegen, der ist halt schnell gefahren, um die zu verhaften. Ja. So. Jetzt nochmal 5? Ich hab Hunger. Es ist die 5. Und ich hatte 5 ja eingekreist. Ja. Weil hat alle von hinten angezeigt. Aber was genau ist es jetzt? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Rasend schnell gelöst. Ein Streifenwagen hat die Raser... Verfolgt, ja. Ich habe gesagt, ja, verfolgt dann wahrscheinlich dann. Ja, im Grunde, also... Aber ganz ehrlich, das hätte eigentlich jeder andere auch sein können, so ein Streifenwagen in Zivil. Andererseits... Aber es macht schon Sinn, dass es der Letzte ist, der dann halt die anderen Pferde verfolgt. Ja, weil wenn er vorne dran wäre und ja, das wäre ja eben... Dann würde er ja absichtlich die Geschwindigkeitsbegrenzung... Andererseits, ich könnte das Polizeifahrzeugen durchaus zutrauen. Ja. Das sind auch nur Menschen. Ja. Okay. Okay, kannst wieder ändern. Ja, krieg ich jetzt eigentlich den Punkt, weil ich es vorher schon in den Notizen hatte? Aber ich habe nicht dazu geschrieben, dass es Polizei war, also würde ich lieber sagen, entweder beide einen oder beide keinen. Nein, nicht, auf jeden Fall nicht beide. Ich würde dann eher sagen, beide keinen. Beide keinen. Okay. Also, weil also das, was ich eingekreist habe tatsächlich, bevor ich dann umgeschwenkt bin auf das, was aussehen könnte wie ein Polizeifahrzeug. Ja. Das war nur halb richtig. Ja, nee, aber man denkt immer so schwierig bei diesen Rätseln. Ich denke, dann sieht man da irgendwas, dass man irgendwie vielleicht einen abgeschleppt hat oder so. Wäre aber auch cool. Einer wird wegen Rasens verhaftet, weil er 4 andere abgeschleppt hat. Und dann muss er erstmal auf die Geschwindigkeit kommen. Ja, nee, aber ich habe halt gedacht, okay, vielleicht wurde einer nicht, weil er irgendwie abgeschleppt wurde. Sie haben es gelöst? Na, wer hätte das gedacht? Junge, Junge, Junge! Hast du schon umgestellt? Nein! So. Ja. Wir lösen jedes Rätsel. Das ist mein Motto. Ganz im Gegensatz zu dem von Scotland. Ja, das wohl eher lautet im Zweifel für den Ankläger. Na, Potzblitz! Inspektor Hastings, tut mir leid, dass ich hier reinplatze, aber Ihr Termin. Ah, natürlich, mein Termin an der Gressenheller. Vielen Dank für die Erinnerung, Konstabler. Also gut, Drowrich, sieht so aus, als hätten Sie jetzt noch eine kleine Gnadenfrist. Aber Sie stehen immer noch ganz oben auf meiner Fahndungsliste, mein Junge. Und sobald ich weitere Beweise habe...
Oh nein, bitte nicht! Nicht nochmal die Ananas!